Ja, dann hast du völlig genug. Ja, wenn sie so aufkaseln tut, das ist halt so für etwas gut. Heriti, hoiti, heriti, holororiria, heriti, hoiti, heriti, holororiria, heriti. Hurere, huiririririri. Gleich ganz klischeehaft als Österreicherin in Deutschland einmal jodeln, weil normal reden können wir nicht. ich bin, also normalerweise jodle ich nicht und singe auch nicht, sondern ich schreibe Texte und ich rede. Vielleicht sagt Poetry Slam dem einen oder der anderen was. Also ich bin eine moderne Dichterin und ich habe euch da jetzt eben einen Text mitgebracht. Und ich hoffe, ihr versteht mein Dialekt einigermaßen, denn der Text ist nicht nur auf Hochdeutsch. Ich habe da schon selbstbewusstes Nicken gesehen. Ich werde danach dann abprüfen, ob alles verstanden wurde. Nein, natürlich nicht. Viel Spaß. In diesem Sinn geht es jetzt eben um die Pauline Charicot und es gibt eine Biografie in Poesie. Pauline Marie Charicot wurde im Juli 1799 in Lyon geboren, in einer wohlhabenden Familie als Tochter eines Seidenfabrikanten. Die Welt lag ihr von Geburt an zu Füßen, ohne dafür irgendetwas tun zu müssen. Doch genau das wollte Pauline Charicot nicht, denn sie verstand, dass es nicht alle Menschen von Anfang an gleich leicht haben. Die Dame aus reicher Gesellschaft hatte keinen Bock drauf, sich bedienen zu lassen. Sie hatte was dagegen, auf die Kosten der Arbeit anderer zu leben. Denn mit 17 Jahren, als Gott ganz persönlich mit ihr sprach, sah sie ein, dass dieses Leben in Reichtum, durchzogen von Eitelkeit, weit weg vom Kern des Evangeliums ist und nicht fair sein kann. Daher hörte sie auf zu empfangen und fing an zu geben, ihr Geld und ihre Zeit, an Arbeitende, Kranke, an all jene, für die Leid das tägliche Brot war. Sie motivierte die Leute um sie herum, die etwas hatten, ebenfalls zu geben. Und so entstand unter der Leitung von Pauline Charicot der Lyoner Missionsverein, der Geld sammelte, um es international weiter zu verteilen. Aber der Grund, warum ich wohl heute am Katholikentag und nicht auf irgendeiner Wirtschaftsmesse über Pauline rede, ist, weil es für sie nie wirklich ums Unternehmen ging, sondern vor allem ums lebendige Gebet. Denn Solidarität ist nichts, was innerhalb eines Standes oder eines Landes seinen Abschluss finden sollte. Das Gebot der Nächstenliebe darf man nicht zu wörtlich nehmen. Es meint nicht nur den dir Nächsten, sondern auch den Nächsten und den Nächsten und den Übernächsten auch. Egal ob hier oder in der Ferne, Liebe gebührt jedem, der sie braucht. Und wer hält die Welt schon ohne Liebe aus? Also ich fix nicht. Und ich hab die Pauline Charicot persönlich nie kennt. Aber wenn ich eins weiß, dann dass sie das gemacht hat, wofür ihr Herz brennt. Sie hat ihren Stand und das für sie vorgeplante Leben dankend abgelehnt. Wie ja auch geschrieben steht, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Die Welt durch diese Brille der Solidarität und Liebe zu sehen, ist ein Geschenk, das Gott Pauline Charicot gegeben hat. Und sich als Frau in der Gesellschaft und in der Kirche des beginnenden 19. Jahrhunderts zu behaupten, wäre wohl auch kaum möglich gewesen, ohne einen so starken Glauben. Denn Berufung ist nichts, wohinter ein vielleicht steht. Das Zeichen am Ende von Gottes Ruf ist so klar, dass man am Ende des Tages gar nicht anders kann, als ihm zu folgen. Auch wenn das heißt, dass man Hürden in Kauf nehmen und sich die Hände schmutzig machen muss. Und deshalb legte Pauline Charicot die Arbeitskluft ab, die schönen Kleider ab und schlüpfte in die Arbeitskluft. Denn wovon das Herz voll ist, darüber kann der Mund nicht schweigen. Und wo immer man Unrecht sieht, sollte man nicht still stehen bleiben.
Mit dieser Haltung und mit diesem Einsatz hat Pauline Charicot viele kommende Generationen inspiriert. Missions- und Spendenwerke werden auf sie zurückgeführt. Ihr Ziel war es sicher nicht, erfolgreich zu werden und sich selber einen Namen zu machen, sondern vielmehr den Armen und Arbeitenden etwas mehr Recht zu verschaffen. Und die Zustände in der Welt sind heute natürlich anders als damals im 19. Jahrhundert. Aber auch heute fehlt es mancher oder vielleicht vielerorts an Menschlichkeit, an Fairness und an der Bereitschaft zu helfen. Pauline Charicot ist ein Beispiel dafür, dass niemand hinnehmen muss, wer er ist und wie er lebt. Veränderung ist etwas, das in unser aller Händen liegt. Die große Frage ist und bleibt, wofür unser Herz schlägt, was unser Herz bewegt. Wofür brennt dein Herz? Worüber kannst du nicht reden, ohne zu jauchzen? Worüber kannst du nicht schweigen, ohne dass es dir das Herz zerreißt? Was willst du der Welt zeigen, ohne Rücksicht auf Verluste? Was sind die Dinge, die du weder kannst, noch darfst, aber trotzdem einfach tun musstest? Pauline Charicots Leben endete im Januar 1862. Aber ihre Geschichte endet damit noch nicht. Noch heute spricht man von ihr. Noch heute ist sie sichtbar in ihren Werken, für die sie es verdient hat, gelobt zu werden. Nicht nur mit Worten, nicht nur mit Reden. Am 22. Mai 2022, also vorige Woche, wurde Pauline Charicot selig gesprochen. Die von ihr begonnene Mission ist ununterbrochen weitergegangen und weiter gewachsen. Ihre Stimme ist in der Welt nie verstummt. Sie legte uns die eine große Frage in den Mund und die Gewissheit ans Herz, dass wenn jemand für was brennt, daraus auch immer etwas wärst. Danke.